wann wollen Sie sich irgendwie zumindest annähernd dem Bundesdurchschnitt angleichen? Das ist tatsächlich auch eine Frage der Bezugszahl. Wenn man sieht, dass in Potsdam annähernd 2/3 der Studierenden länger als die Regelstudienzeit brauchen und wir tatsächlich ja Ressourcen seitens des Landes und seitens des Steuerzahlers zur Verfügung stellen. Das hat ja auch Gründe, warum die Leute länger studieren heutzutage. Ja, gleichwohl. Das ist aber schon eben die Vergleichszahl, die auch eine ist, die jetzt in dem Einholen des politischen Commitments und in der Bereitschaft der Steuerzahler dafür Ressourcen zu geben, eine wichtige Größenordnung ist. So sind wir im Mittelfeld der Bundesländer und nicht Schlusslicht. Sodass es ja tatsächlich damit steht und fällt, wie man die Betreuungsstrukturen auch in Universitäten zur Entwicklung bringt, um mehr Studierende innerhalb kürzerer Zeit zu einem Abschluss zu bringen. Ich weiß, dass das nicht immer fast genau in der Regelstudienzeit erfolgen kann. Gleichwohl ist eben jedes Jahr, was länger im System verblieben wird, eben auch eins, was dann immer zu den Zahlen führt, die Herr Günther immer wieder anzieht, also Ressourcen pro Studierenden, wobei es ja immer um Ressourcen geht für jeden Studierenden, der noch an der Uni ist. Und das macht Ihnen ja auch keinen Spaß, dann viel an Zeit. Ich weiß nicht, motiviert ist, weil wenn ich für meine Arbeit nicht ausreichend Geld bekomme, um mir meine Wohnung, mein Vehikel zur Universität, zu meiner Arbeitsstelle und meine Familie leisten zu können, also keine Dozierende an der Geburtstag oder keine. Also zur Rückmeldegebühr, es besteht ja nach der Novellierung des Hochschulgesetzes weiterhin, dass die Rückmeldegebühr eingezogen wird durch die Semestergebühren, 51 Euro pro Semester. Und besonders das Studierendenparlament war damit sehr unzufrieden. Man muss im Hinterkopf behalten, dass in allen Verwaltungsvorgängen Gebühren anfallen. Und trotzdem wollen wir fragen hier an Daniel, warum stoßt er sich sehr an die Gebühren? Ja, natürlich, in allen Verwaltungsvorgängen fallen Gebühren an. Interessanterweise zieht die Universität Potsdam aber nochmal 11 Euro Schlagpistol an Verwaltungsgebühr ein. Die ist berechnet. Die 51 Euro, die sind nicht berechnet. Die sind nach unserer Ansicht auch mit dem neuen Gesetz nicht begründet. Man hat einfach mal reingeschrieben, wir nehmen 51 Euro pro Studierenden, pro Semester ein, seit ein paar Jahren, seit 10 Jahren oder so. Das sind ungefähr, ich glaube, 5 Millionen Euro für das ganze Land Brandenburg. Also diese 51 Euro zahlt halt jeder Studierende in Brandenburg. Die gab es auch in Berlin. In Berlin wurde die vom Bundesverfassungsgericht für rechtswidrig erklärt, weil kein realer Verwaltungsaufwand an den Hochschulen diesen 51 Euro entgegensteht. Auf die Universität runtergerechnet wäre es ein realer Verwaltungsaufwand, ich glaube, von 22, maximal 25 Euro pro Studierenden. Wenn wir jetzt 51 Euro plus 11 Euro haben, dann sind wir schon weit über 25 Euro. Kann ja jetzt jeder mal selber nachrechnen. Das ist das Problem daran, deshalb haben wir auch angefangen zu klagen vor ein paar Jahren und haben auch in den ersten zwei Instanzen da Recht bekommen, dass dieser Gebühr nichts gegenübersteht. Grundsätzlich hat die Politik oder die Landesregierung dann einen sehr, sehr lustigen Schachzug gemacht, also es ist ein Taschenspielertrick, möchte ich sagen. Sie haben einfach in das Gesetz reingeschrieben, dass nicht nur die Verwaltung der Studierenden damit bezahlt wird, es wird jetzt da die Verwaltung bezahlt, das akademische Auslandsamt etc. Das heißt, sie haben einfach zwei Sätze mehr geschrieben, was von diesen 51 Euro abgedeckt wird und halten das jetzt für rechtssicher, weil sie ja den Aufwand, der gegenübersteht, für erhöht haben. Für uns sind es aber schlicht und ergreifend versteckte Studiengebühren. Das kann man genauso sagen. Es sind halt, es gibt keinen realen Nutzen, es ist nur eine Einnahmequelle der Landesregierung. Ich muss ganz, ganz kurz zurück, ich möchte diese Debatte überhaupt nicht neu aufreißen, aber es ist. Danke, wir haben nachher noch viel Gelegenheit, ich wünsche auch die Leute. Dieser Mittelaufwuchs der Studentenwerke beträgt im Doppelhaushalt 2015-16, wenn ich mich nicht irre, ich glaube 220.000 Euro, 230.000 Euro. Das sind grob überschlagen ungefähr die Tariflohnsteigerungen der nächsten zwei Jahre. Das heißt, plus minus wird das ein Nullsummenspiel und wir können uns bei den Potsdamer Reisen mal ausrechnen, wie viele Wohnungen man mit 200.000 Euro bauen kann. Nämlich ziemlich präzise keiner. Also da muss ich Frau Kunst leider widersprechen, da greifen im Haushalt nicht eingestellt. Also es gab Bestrebungen zu sagen, dass man tatsächlich von diesen BAföG-Mitteln nicht 100 Millionen. Ich finde das auch, also wenn ich die Zahlen höre, ich kann die nicht viel zu wenig.
müsste man viel mehr reinstecken, weil Bildung ist die Zukunft. Ich wollte aber auf ein anderes Thema noch eingehen, auch diese organisatorischen Dinge. Ich studiere Betriebswirtschaft, deshalb ist ja immer ein Riesenthema Restrukturierung und Prozessoptimierung. Wie wir da besser vorankommen. Also Ihrer Benchmark, das ist halt anders, das sind 4 Wochen, das wundert mich. Also weil das Prozessmanagement generell an Hochschulen in Deutschland ziemlich mies ausgeprägt ist. Aber ich schaue mir das gerne nochmal an. Also und das Thema Uni, das ist angesprochen, also da gibt es ja Unzufriedenheiten auf unserer Seite. Aber da haben Sie wirklich jetzt so ein großes Pech, dann wirklich alle Baustellen auf einmal. Im BWL ist auch das Problem natürlich sehr viele Bewerber, eine hohe temporäre Überlast während der Bewerbungsphase. Unausgelastet sind, dass man sie in Besucherzentren umwandeln müsste. Also ich erinnere mich jetzt an den Wahlkampf. Ja, also könnte man jetzt so interpretieren, aber es gab ja auch jetzt im Studierendenparlamentswahlkampf, also der Forderung, Ampeln einzuführen, dass man weiß, wann die Uni so stark ausgelastet ist, dass man nicht umsonst anrückt. Also anscheinend gibt es da verschiedene Vorstellungen davon. Um ehrlich zu sein, bin ich da der völlig falsche Ansprechpartner. Ich war nämlich tatsächlich seit Jahren nicht in der Bibliothek. Also, weil ich tatsächlich einfach die Online-Angebote nutze und das ist halt so. Also ich bin bei Ihnen da völlig dabei. Gleichzeitig ist aber die